ערב טוב, שלום עליכם, ענה לחסידים, ענה לתלמידים, ענה לצוהר, הרציש ולקומן, צום שיעור, הלכה, זוב ידע דינסטק, לצב אוכלתנו וכאן שיעור, ועשתנו ו... פריבת אנלין, אפין פעל, יצ, זצן ופור, אז אובי עמדוך, für zwei Schüren, ich glaube, haben wir doch über Sfirat HaOmer gesprochen. Also viel über die Halachot von Sfirat HaOmer. Heute besprechen wir auch über Sfirat HaOmer, aber mehr mit der zweiten Abteilung von Sfirat HaOmer sozusagen. Der zweite Teil von Sfirat HaOmer, meine ich zu sagen, die Halachot von. Die Halachot von. Machen wir Brocken. Die Halachot von die Avelut von Sfirat HaOmer. Wir wissen doch, dass die Tage von Sfirat HaOmer, wir sind schon gestern beendet, die vierte Woche. Aber auf jeden Fall, das ist doch die Zeit, weil in ein paar Tagen ist es ebenso lang bei HaOmer. Dann, jetzt ist die Zeit, besprechen wir über die Halachot. Und man soll erwähnen, dass heute Abend auch beginnt Pesach Sheni, zweite Pesach. Wir haben bei München gerade doch Tachanun gesagt. Warum? So steht in der Yom Yom. Warum haben wir doch Tachanun gesagt? Wobei morgen sagen wir, oder heute Abend sagen wir kein Tachanun. Aber trotzdem in. Trotzdem heute bei München doch haben wir Tachanun gesagt. Also die einfache Erklärung ist wahrscheinlich. Baruch HaTorah, die neue Lehen, Malach HaYom, Shehakoy, Nihiyob, Dvoroi. Amen. Die ganz einfache Erklärung wahrscheinlich. Die einfache Erklärung wahrscheinlich ist, weil diese ganze Anliegen von Pesach Sheni, von zweiter Pesach, ist nur erst morgen Abend, morgen Nachmittag. Was ist doch die ganze Sache von Pesach Sheni? Pesach Sheni ist eine Ergänzung, eine Nachholung für die, was hatten die Gelegenheit nicht. Die Möglichkeit nicht am die erste Gelegenheit, am 1. Pesach, am 14. Nisan zu bringen die Korban, dann die Tora gibt denen eine Second Chance. Mhm. Aber das ist gerade am 14. Nachmittag, morgen Nachmittag. Deswegen ist es kein Grund, dass wir sollen heute noch vor Abend keine Tachanun sagen. Kein Tachanun zu sagen, deswegen haben wir doch Tachanun gesagt. Das ist wahrscheinlich die Erklärung, warum doch haben wir Tachanun gesagt. Das heißt, das ist Pesach Sheni. Wir haben doch in die Shiur von Parashat Shavua letzte Woche haben wir gesagt, was die ganze Inhalt von Pesach Sheni, wie es ist wirklich eine wichtige Station, eine wichtige Übergang, was bringt uns also in die Prozess, in das System von der Sfirat HaOmer. Aber wie gesagt, also letztes Mal haben wir doch über die Halachot von wie soll man zählen Sfirat HaOmer. Wir haben selbstverständlich nicht alles gesagt, aber heute, wie gesagt, besprechen wir mehr über die Halachot von Avelut von Sfirat HaOmer und als Vorbereitung zum Lag BaOmer. Aber bevor wir beginnen gerade mit die Halachot, so wie immer, also haben wir doch verschiedene aktuelle Themen, was ist gekommen zu unserem Arbeitsplatz. Über verschiedene Themen, also nehmen wir heute eine Frage, was wurde gefragt, schon ich glaube vor zwei Wochen. Eine Frau hat uns gefragt, sehr interessante Frage, jetzt ist die heiße Tage und man will schon Eis essen, macht schon Oinek Shabbos am Shabbat auf jeden Fall. Ja, man will schon Eis, also selbstverständlich, wenn man hat Fleisch gegessen, das ist nur Parve-Eis, keine Milchschicke-Eis, aber auf jeden Fall, die Frau hat ein Problem gezeigt, dass manchmal, die wollen doch von Eis essen, aber es ist so wirklich Eisen-Eis, dass sie kann gar nicht machen. Und sie will schon sofort essen, also bei der Suda und die Gäste oder die Familie wartet und was kann sie machen, um zu beschleunigen die Schmelzung von Eis. Sie will das schneller schmelzen. Hat sie gefragt, ob darf sie heißes Wasser über die Eis gießen und damit es wird ganz schnell
geschmolzen. Darf sie oder nicht? Gute Frage, oder? Gute Frage, ja. Ha? Sehr interessante Frage. Halachische Frage, ja? Ich glaube nicht. Was glaubst du? Ich glaube nicht. Nicht, also direkt. Aber, ganz, nur einfach der Eis, steht in der Box und sie will einfach heißes Wasser. Aber von Eis ist geschlossen, ja? Das ist schon ein guter Zugang. Das ist die Frage. Vom ersten Keli, vom Krishon oder vom Krishini, das ist schon eine gute Frage. Aha. Das ist genau die Frage. Das ist eine richtige Antwort. Die Frage, wie willst du das? Wenn es ist direkt von Klirishon, das heißt direkt von Samovar, direkt vom Wasserkochen, von der Wasserkocher, was ist selbstverständlich nicht jetzt gekocht, aber steht schon von vor Shabbos, aber das ist direkt, also mit Kontakt zum Strom, das ist wirklich der originale Wasserkocher und du willst direkt Wasser gießen von dort, selbstverständlich, das ist ein Problem. Warum? Weil, wobei liegst du nicht drin in Klirishon, aber wir wissen doch, dass Irui mit Klirishon auch mit Waschel, auf jeden Fall keine Klippa. Das heißt, wenn man gießt Wasser von der Klirishon, von der ersten Kelle, von Wasserkocher, wenn man gießt über andere Sachen, was kann schon gekocht werden, das ist schon verboten. Ja? Und Eis wahrscheinlich ist etwas, was kann schon kochen, das ist kein Wasser, das ist kein. Wobei bei Wasser kann man auch fragen, ob es ist. Die Frage, was ist genau die Status von dieser Eis? Auf jeden Fall, aber wenn wir sprechen über Eis, also süßes Eis, was ist gemacht wurde von verschiedenen Materialien, von Früchte oder was weiß ich, von Obst oder von anderen Quellen, egal was, aber das ist schon verboten. Noch mehr Probleme. Das ist schon auf jeden Fall verboten, direkt von Wasserkocher, von Klirishon in der halachischen Sprache. Das ist auf jeden Fall direkt zu gießen von dort auf die Eis, ist selbstverständlich verboten. Was kann man schon machen? Nehmen schon von einem zweiten Kelly. Das heißt, wenn man gießt von Wasserkocher in einem Becher und dieser Becher wird später gegossen auf die Eis und das kann schon was helfen, das konnte schon im Prinzip, es konnte schon gehen. Das ist schon kein Problem, weil das ist schon Irui mit Klischee, ist schon nicht mehr waschen. Okay, das geht schon. Das soll man wissen auch, viele wissen das nicht, also wir sehen auch da in Beit Chabad, dass viele wissen nicht. Wir machen Kaffee oder Tee am Shabbos, muss man das auch wissen. Das darf man nicht gießen von Klirishon. Darf man nicht direkt von Klirishon, darf man gar nicht gießen. Nicht auf Kaffee und nicht auf Tee. Diese Kaffee von Israelische, das darf man nicht haben? Auch nicht. Warum soll man Kaffee mit Israel? Ich habe gesagt, das ist schon gekocht. Und wenn es ist gekocht, das kann schon wieder kochen. Sag mal, auf jeden Fall, wir haben nicht da von Israel, wir haben ganz normal. Ich weiß nicht, was genau der andere Status. Auf jeden Fall über Kaffee und über Tee gießen wir nicht von Klirishon, direkt von Klirishon, sondern von Klisheni. Entweder da, es gibt schon einen Unterschied. Es gibt solche, was sagen, lieber in die zweite Becher, bedeutet in Klischlichi schon, legen das Wasser und drin legen die Kaffee. Der andere sagen, nein, lieber nicht. Der Kaffee soll zum Erst sein. Oder die Tee soll zum Erst sein in Becher und drauf, darüber hinaus, gießt du auch die heißes Wasser von Klischeni. Aber auf jeden Fall nur von Klischeni, nur von zweiter Becher und nicht direkt von Wasserkocher. Okay? Das auf jeden Fall. Ebenso zu der Frage, was die Frau hat gestellt, wenn es gibt ein Eis und man will es schmelzen, man darf es nicht machen mit direkt vom Wasserkocher, aber wenn es ist schon schwacher, also schwächere, quasi schwächere, schwächere Wasser, was ist schon mit einem Übergang über Klischee, bei der zweiten Becher, das ist schon kein Problem und kann man schon gießen und zu schmelzen und so sein, Lekuvi Chabes Koidisch. Okay? Kann man
stellen vielleicht oben auf dem Deckel diese. Welche Deckel? Na, vielleicht diese Deckel. Von Wasserkocher, ja? Von was kann man? Kochen, vielleicht. Der Eis dort. Der Eis dort zu oben stellen. Das ist auch ein Problem. Nein, das ist die Frage, ob es kann kommen zu. Am Ende, wenn es bleibt dort, es kann kommen zum. Ja, zu Lennepo oder nicht. Auf jeden Fall, es kann kommen. Dann auf jeden Fall nicht legen, also daneben vielleicht doch. Neben. Ah. Neben die Wasserkocher. So. Genau. Genau, neben die Wasserkocher, aber nicht auf der Wasserkocher. Das kann man schon vielleicht, wenn man achtet, das so wegzunehmen, bevor es wird heiß. Ich habe eine Frage. Welche Probleme das kommt, wenn das... Zwei Probleme. Es kann wirklich kommen zum Bischul, weil wenn es wird heiß, von 43 Grad, dann es ist schon Bischul, weil das ist schon Kochen. Und es ist auch Mechzik im Waschel. Es sieht so aus, er macht ein Tat von, es sieht so aus wie ein Bischul. Okay? Das sind zwei Probleme. Es ist viel Einzelhalten, aber auf jeden Fall drauf nicht legen, sondern daneben kann man legen. Also zum Beispiel ein Challe darf man schon legen dort. Weil Challe ist etwas, was schon trocken. Okay, aber wir gehen ein bisschen viel zu viel außer unser Thema. Das wollte ich also. Es gibt noch ein paar Fragen, was sind gekommen bezüglich Schabes. Aber ich glaube, wir lassen das für das nächste Mal, weil wir wollten wirklich konzentrieren über die Thema. Das heutige Thema, aber weil es war interessant und hat man so eine Frage gestellt. Also wir lassen die andere Fragen, besagt schon für das nächste Mal. Auf jeden Fall, wir sind bei dem Thema von Sfirat HaOmer, wie gesagt. Und wir heute konzentrieren über die Avilut. Wir wissen doch, dass während die Tage von Sfirat HaOmer, es gibt verschiedene Bräuche und verschiedene Halachot von Avilut, von Traurigkeit. Also welche haben wir? Also steht in Shulchan Aruch, es gibt eine ganze Siman, Tafza, die Gimel steht so. Nohagim, was steht in Shulchan Aruch, ist nur zwei Sachen. Nohagim, Shelolisa Isha, Shelolistaper. Also man soll keine Frau heiraten und man soll auch die Haare schneiden nicht machen. Man darf keine Haare schneiden und keine Hochzeit durchführen am die Tage von Sfirat HaOmer, Bein Pesach La'atzeret, zwischen Pesach und Shavuot, Shemitablim, weil das ist die Yemei Avilut, über Chavdalet Alafim mit Talmidei Rabbi Akiva, Shemetu beimim hallalu, über die 24.000 Talmidim, Schulen von Rabbi Akiva, wir sind gestorben während die Tagen von Sfirat HaOmer, zwischen Pesach und Atzeret. Bald sehen wir, das war 33 Tage, nur die Frage, welche 33 Tage waren. Man soll wissen, also ein Prinzip, dass die Ashkenazim sind strenger als die Sfaradim bezüglich die Halachot. Die Sfaradim wissen wir doch, dass die stoppen gerade am Lag BaOmer, bald sehen wir, aber die Ashkenazim, die strenger sind und die machen auch andere Sachen, die sind strenger, also wie am meisten, dass die strenger als das Faradim in Halacha, aber auf jeden Fall in diesem Sinn auch, und man soll wissen, warum, weil gerade die Ashkenazim, die sagen, das ist, was steht in Gemore über die 24.000 von Schule von Rabbi Akiva, das ist eine Sache, aber im Laufe von Generationen, gerade da in Deutschland, es war die Kreuzfahrten und so weiter, was haben also umgebracht, Gott behüte, so viele Iden. Und das war gerade in die Tagen. Wir wissen doch, dass gerade unsere Nachbarn, also die Kehilot Shum, ja, Speyer, Womeise, Speyer, Worms und Mainz, die sind gerade in die Tagen von Iyar und Sivan, die sind zerstört worden. Und deswegen sagen wir Avar Rachamim jeder Shabbat. Auch in die Shabbos und Wochen Sivan, wobei normalerweise Shabbat und Wachim sagen wir das nicht, dieses Gebet von Avraham Rachamim, bevor Musa von Shabbat. Aber gerade in zwei Wochen sagen wir doch, weil das ist gerade die Tage, was ist passiert. Deswegen, also außer die Sachen von Avilut, von die Schulen von Rabbi Akiva, also wir sind auch traurig über die Sachen und soll noch etwas wissen, dass nicht nur das, sondern die sind genannt und definiert in der Halacha, als Yemei Din, als Tagen von Din, von Gvurot. Und deswegen, wir sind ein bisschen strenger. Aber man soll erinnern, dass es keine Tage von Avelut, Chas v'Shalom, von
von traurigen Tagen. Das ist schon Yemei Simcha, so wir haben schon zitiert, der Ramban, was der Ramban sagt, gerade in der letzten Parashat HaShavua, aber das sind die Tage wie Chol HaMoed, man soll es wissen. Das ist zwei, beide Sachen zusammen. Noch etwas soll man wissen, dass die Haare schneiden, also die, obwohl es gibt in Halacha verschiedene Ausnahmen, trotzdem die Chassidim und die Kabbalisten sind doch strenger bei Haare schneiden, mehr als die andere Bräuche. Warum? Weil Haare schneiden, die sagen das nicht nur wegen Traurigkeit, sondern wie gesagt, weil die Tage passen nicht für Haare schneiden. Das heißt, außer Lag BaOmer, dass nur an Lag BaOmer, wenn ein Kind drei wird und man macht ihm die Obschirnisch, die Chalake, man lässt ihm die Pes, das ist die einzige Ausnahme, was die Chassidim lassen, Haare schneiden in die Omer. Aber sonst nicht. Bis Shavuot und bei Chabad, das wirklich bis Erev Shavuot. In vier Tagen wird mein Sohn Amichai in Israel 3. Mazel Tov. Mazel Tov. Сын моему 3 года, через 4 года в Израиле. 3 года, 3 года. Ja. Auch Frauen, warum Frauen ja? Wahrscheinlich. Auch Frauen nicht. Sonst, wenn es gibt ein Problem, irgendwie halachische Probleme. Aber sonst, wieso? Auf jeden Fall, und dann steht auch, weil die Tage von Omer, wir wissen doch, Korbana Omer, wir haben doch darüber gesprochen, wir wissen doch, dass die ganze Sprache auch zu tun mit Korbana Omer. Mit diesem Speiseopfer von Omer. Speiseopfer von Omer gemacht wurde aus Gerste, Seora. Was ist Seora? Kann man auch sagen Seora, Sahara. Searot und Seora sind die gleiche Buchstaben, ja? Außer Wav. Dann deswegen, dass auch die Tage, die haben nichts zu tun mit Searot, das heißt doch mit Searot, mit dem Verbot. Deswegen, man soll wissen, dass die Sache ist schon strenger in die Sachen. Und sehen wir bald noch, dass auch in Halacha, es drückt sich aus mit noch einem strengeren Status, gerade bei Searot. Auf jeden Fall, aber das heißt, wie gesagt, in Gemore steht, in Talmud, Traktat Yevamot steht, diese Geschichte von der Schule von Rabbi Akiva, die sind gestorben von Pesach bis Azeret. Bald sehen wir, wie steht dort. Klar, also steht dort, also 12.000 Paare von 12 Sugim Talmidim, Shayumi Prat, Vatgvat, und die sind gestorben, deswegen wir sind traurig, so steht in Shulchan Aruch. Dann, was ist die Ausdruck, was ist Traurigkeit? Sagt zwei Sachen Shulchan Aruch. Man soll nicht heiraten, keine Hochzeit machen und man soll keine Haare schneiden. Aber mutal asot shiduchim velo nisuin. Aber doch, Verlobung darf man machen. Das heißt, man darf schon Engagement, also Verlobung, also so wie es steht, also nicht Shiduchim, also nicht Erusim, Shiduchim, nicht Chassene. Nicht Chassene, sondern Shiduchim. Ein Wort, genau. Velo nisuin. Nein, bald besprechen wir über Musik. Shema yakdimenu acher. Warum? Weil wir haben lange Angst. Wenn du machst nicht so, wenn du verabredet mit deinen Menschen und dann, wenn du sagst, okay, warte bis nach Shavuot, wer weiß. Ja, vielleicht jemand anders kommt. So steht Shema yakdimenu acher. Und mutar gamken lasot suda lachar shiluchim. Darf man auch ein Wort. Ein Suda machen, ein Verbringen, schon eine Party von Wort, von Verlobung. Olachar Kilushin, aber lo yasur ikudulim cholot, aber ohne Tanzen. Ohne Tanzerei, das darf man nicht. Ve'ein zarich lomar, shel yasur ikudulim cholot, selbstverständlich, man soll einfach nicht Sachen, was haben mit keiner Suda, mit zwar zu tun, das darf man nicht tanzen. Aber mutar lasot Suda tarashut, konsimchat merut, velo ikudulim, aber wenn jemand will, was weiß ich, ein Party machen, Chanukat Abayit, eine Anweihung von ja, aus, das ist kein Problem. Darf man das schon machen, aber ohne Tanzen und so weiter. Das heißt, ein Verbringen, es ist kein Problem, durchzuführen. Das sind die zwei Sachen, was steht in Shulchan Aruch. Jetzt kommt die nächste Halacha, sehr interessant. Gerade Haare schneiden ist strenger als Chassene. Mische Kafatz, wenn er sah bei Yamim Alelu, ein Kosinot Oklum, wenn jemand doch hat geheiratet, hat eine Hochzeit gemacht. In die Tagen. Er bekommt keine Strafe. Warum? Weil im Endeffekt er hat ein Mitzvah gemacht. Aber wenn jemand doch Haare geschnitten, Mischi ist taper bei mir Melo. Wenn einer doch hat Haare geschnitten, das bekommt er eine Strafe. Konsinotal shavar al aminag.
Er bekommt Strafe darüber, dafür, was er hat, verstoßt einen Minhag. Sehr interessant. Das heißt, sehen wir schon, dass in einem gewissen Sinn schon Haare schneiden strenger als heiraten. Strafe, wie das Schmein? Nein, Beitin. Wenn es steht in der Lacha, in der Lacha steht nicht, was bekommt er mit Schmein. Wenn steht ein Knast, dass Beidin muss ihm geben ein Knast. Dann steht verschiedene Ausnahmen, wenn jemand hat nicht geheiratet, vielleicht darf er, aber auf jeden Fall, die Minag ist nicht. Jetzt kommt also, wie gesagt, das sind die zwei Sachen, was steht nicht. Was wissen wir noch, das darf man nicht am Skirata oben machen? Was darf man nicht? Neue Kleid kaufen. Neue Kleid kaufen, was noch? Ich auch. Speziell geguckt und nicht. Wie gesagt, die Johanna auch in Tafsir. Musik hören oder Musik singen. Musik hören oder singen oder spielen. In die Alachot auf der Gimel, das ist finito la commedia. Nur zwei Sachen stehen. Nicht. Haaren schneiden und Chassene. Das war's. Jetzt ist gekommen Musik. Was ist die ganze Sache von Musik? Musik hören steht überhaupt nicht in der Alacha. Man soll wissen eine Sache, Musik, woher haben die das? Also, was doch steht in der Halacha, was haben wir doch vorher gelesen? Man soll nicht tanzen. Wenn man macht eine Suda, man soll ohne tanzen. Oh, tanzen ist schon mit Musik zu tun, aber wie gesagt, direkt Musik steht nicht. Wo steht Musik? In der Halacha vor 3 Wochen, von der Zerstörung. Wenn wir sind traurig über die Zerstörung. Aber eigentlich, wenn man guckt dort in der Halacha, das ist nicht, dort auch steht nicht bezüglich die 3 Wochen, sondern man soll wissen, dass Musik hören und Musik spielen darf überhaupt nicht. Ganze Jahr. Rein halachisch, theoretisch, so steht in der Halacha, dass man nach der Zerstörung von Beit HaMikdash hat man eingeführt, die Chachamim haben verbietet, überhaupt, total, absolute Verbot, überhaupt Musik zu hören, die ganze Jahr, nicht nur die 3 Wochen oder das Sfirat HaOmer. Sonst, wir kennen nicht. Wir können es nicht einhalten. Das ist doch zu viel. Wir sind schon eine schwache Generation, also mit den laufenden Generationen. Wir können nicht also gesundlich und seelisch. Das ist schon ganz deswegen. Man hört Musik und doch, man soll wissen auch bei gewissen Chassanes. Also zum Beispiel die echte Chatunot in Jerusalem, die haben bis heute ein Verbot, so ist die Minhag Jerusalem. Die alte Ischu in Jerusalem, dass die haben nur ein Instrument dürfen die in der Chassene spielen. Es gibt ein Poiker, das heißt der mit die, wie heißt es, mit die Tupim, no? Aha, Tupim. Wie heißt es auf Deutsch? Baraban. Nein, nur weiß. Okay. Schlagzeug, ja, danke. Baraban. Danke. Okay, das ist. Bitte schön. Das ist die. Gib doch einer da. Ja. Soll ich von dort nehmen? Oder diese 10 Bände? Nein, soll sein Beschäfer, soll sein viel. Auf jeden Fall, dann, man hat es konzentriert, okay, hat man gesagt, okay, die ganze Jahr kann man nicht, aber vielleicht. Dann die 3 Wochen, was wir sind traurig, in Jerusalem, dann kann man schon das konzentrieren und machen. Wie gesagt, wobei steht das nicht direkt in. Man hat, also gewisse Poskim haben das verglichen. Die haben vergleicht die Halachot von Zerstörung, von der Zerstörung von Beit HaMikdash, die Traurigkeit von den 3 Wochen oder 9 Tagen, mit unserer Halachot. Und die haben gesagt, Sfirat HaOmer darf man ebenso nicht, weil das hat zu tun auch mit Avilut. Wie gesagt, eine Quelle in der Halacha steht nicht, weil gesagt, nach der Halacha eigentlich. E-Mail ist verboten, aber so ist die Minhag geworden. Also ich weiß nicht, wer der Erste, was das geschrieben hat. So ist die Minhag und man soll keine Musik hören und keine Musik spielen. Aber selbstverständlich, weil das nicht steht nicht klar in der Halacha, deutlich in der Halacha, das ist ein Verbot. Deswegen, wenn es gibt schon einen Zweck, wenn es gibt schon irgendwie eine Notwendigkeit, dann ist es kein Problem. Zum Beispiel, wenn jemand arbeitet damit, das ist sicher kein Problem. Wenn jemand braucht das. Wenn er fährt Auto und er kann einschlafen, genau. Dann soll er hören. Also, wenn dann der heutige, nicht Pikuach Nefesh, aber der heutige Poskim sagen, es gibt manche Pikuach Nefesh auch, weil ein Mensch psychisch da braucht das, weil
Ohne dem er hat keine Ruhe. Jemand hat mir gefragt, ein Mann, dass er braucht immer, wenn er arbeitet, er braucht Musik in die, in die Hintergrund. Nun, so sein zu gesund. Aber man soll bemühen. Also nicht etwas fröhliche Musik, sondern eine ruhige Musik. Oder heutzutage ist es so geworden, dass es die letzten Jahre, das ist auf jeden Fall in der israelischen Welt, auf jeden Fall in die alle religiöse Radiostationen in Israel, dass die machen das alles vokalisch. A Kapelle? Wie Kapelle, ja, vokalisch, ohne Musik, ohne Musikinstrumente. Ja, ja. Ja, also es ist nur vokalische Musik. Ja, Kapelle. Kapelle. Ja, Kapelle. Kapelle ist ein Chor. Ah, Kapelle, ja. Ohne Musik. A Kapelle, nur singen. Okay. Ja. A Kapelle, ja. Wie gesagt, das hat auch keine deutliche Quelle, aber so ist es geworden, man soll es respektieren, man soll es. Ja, auf jeden Fall, das ist bezüglich. Auf welchen Grund, dass sie nur zwei Sachen das nicht verheiratet und Haare nicht. Das ist das Symbol von der Traurigkeit, dass wir das in die Tage steht in der Hand. Diese zwei, warum nicht? Weil so Chachamim gesagt haben. Das nicht strengste, das nur sie. Nur die Sachen steht, nur die zwei Sachen. Und tanzen, ja. Nur sie. Wählen das und das war. Ja. Nein, nein, Pesachschini gibt es auch keine Ausnahme bezüglich dieser Sachen. Also wir sagen kein Tachanun, aber wir essen Masse, wir sind froh, aber es steht nicht, das darf man. Die einzige, was steht, das ist Lag BaOmer, bald gehen wir zum Lag BaOmer. Auf jeden Fall noch etwas, was steht, das ist genau die, was Michael hat erwähnt, das ist neue Kleider und neue Obst, also mit Tschechiano. Das auch steht nicht bei uns in der Halacha. In die Halachot von Sfirat HaOmer, aber das steht doch in die Halachot von die drei Wochen. Was wir, also zwischen Shivat Asar Tammuz und Tisha B'Av. Und wie gesagt, man hat importiert von dort diese Halacha auch zu uns. Das ist, wie gesagt, auch steht nicht deutlich, aber das ist so die Minhag geworden. In der Yom Yom, ebenso in der Yom Yom steht es, dass man macht kein Shechiano. Shechiano. Während des Sfirat HaOmer. Mhm. Man macht kein Shechiano während die Omer-Zeit. Aber doch am Shabbos, unser Minag am Shabbos, das war auch nicht bekannt, aber einmal der Rebbe hat das gesagt, wenn man getroffen hat mit Rav Mordechai Eliyahu, und das war ein Chiddush, aber der Rebbe hat gesagt, unser Minag, Chabad, das am Shabbos doch macht man Shechiano während die Omer-Zeit, nicht die drei Wochen. Das war ein Chiddush. Was steht nicht, aber der Rebbe hat das einmal gesagt, also mundlich. Dann, deswegen ist es kein Problem. Das heißt, wenn jemand kauft ein neues Kleid oder neue Obst, was heutzutage, also gerade selten nur neue Obst, also vielleicht die Nektarinen, wenn jemand, das heißt, neue Obst von neuer Saison, was war nicht im Markt die ganze Jahr, weil, also letztens kann man schon alles haben, also fast die ganze Jahr, also Wassermelone, Melone, das ist nicht so selten, aber nehmen wir an, wenn etwas, also was weiß ich, also vielleicht Erdbeeren vielleicht, oder, ja. Und man will Shechiano machen, das ist kein Problem. Das kann man am Shabbos machen, das ist kein Problem. Ebenso neue Kleider. Also, das Problem ist nicht nur, ist nicht so viel beim Kaufen, sondern mehr beim Anziehen. Kaufen, wenn man braucht, kann man schon kaufen, kann man schon bestellen, ist kein Problem. Aber bei Anziehen, neue Kleider, wir reden über, also nicht Unterwäsche, sondern etwas, was ist schon, ein neues Hemd, neue Hut, neue Kapotte, neue, das darf man nicht während die Tage, während die unter die Woche, sondern am Shabbos darf man schon anziehen etwas Neues. Das ist kein Problem. Okay? Der Kovic Shabbos Kodesh, richtig. Mit Shechiam. Jo, mit Shechiam. Wenn du Shechiano machst über Kleider, ja. Also normalerweise heutzutage, wir machen kein Shechiano über Kleider, aber trotzdem. Wir machen über Obst. Also Neue Kapotte, wenn es. Wenn es schafft bei dir ein Simcha, auf jeden Fall, ja. Dann darfst du schon machen. Wie gesagt, habe ich nicht gesehen. Wir haben schon über die Alachot, ich glaube, wir haben schon gelernt in Shiur Gemorre. In Chod Brachot, das heutzutage, wir machen nicht über das. Sonst über neue Talis, wenn es kommt mit einer Verbindung mit noch etwas. Ein Chatan oder etwas, was, wenn man kommt an eine neue Stelle. Ein Rabbiner oder sowas, oder. Okay. Wenn wirst du Prime Minister oder sowas, dann. Neue Talis auch. Wie gesagt, neue Talis, reine neue Talis ohne, darfst du schon Shechiano sagen, habe ich nicht gesehen, dass man macht das ohne Verbindung mit noch etwas. Ja, bitte.
jetzt, wenn wir schon über Shechiam sprechen, auch bei Neu-Tfilin? Sagt man, jetzt hat gewechselt sein, gekauft Neu-Tfilin. Sagt man dann Neu-Shechiam auch oder nicht? Kann man sagen. Kann man auf jeden Fall sagen. Bei neue das, bei, zum Beispiel auch bei Chanukka, wenn jemand kauft neue Chanukia und er bekommt das, seine Frau hat ihn überrascht nur am zweiten Abend und nicht der erste Abend, weil der erste Abend sagt er sowieso Shechiyanu, dann kann er schon Shechiyanu sagen, wenn er bekommt das nur am zweiten Abend. Jetzt, die, okay, das sind die Sachen, was normalerweise wieder. Wir haben zwei Sachen, was steht in Halacha, nicht heiraten und nicht Haare schneiden. Und zwei Sachen, Musik und Shechiyanu, was steht nicht deutlich in Halacha, aber man, so ist Minhag. Jetzt, wir wissen doch, dass die Tage nehmen Kraft, also die Minhagim von Avelut nehmen Kraft nur 33 Tage. Jetzt ist die Frage, wann ist die 33 Tage? Wir haben doch 49 Tage die ganze Omerzeit. Und nur 33 davon sind die Minhagis, das heißt, wir hätten, dass die Schulen von Rabbi Akiva sind verstorben nur 33 Tage und nicht mehr. Die Frage jetzt ist nur, wann waren die 33 Tage, die erste oder die zweite? Das bedeutet, vom ersten Tag von Sfirat HaOmer bis Lag BaOmer oder es war von Rosh Chodesh Iyar ungefähr bis Shavuot. Okay? Okay. Die Sache ist, das steht so in Gemore. Die Gemore, die Zitat von der Talmud, im Traktat Yevamot, steht, Ve'ayu metim mi Pesach ad pros Atzeret. Das heißt, in die Zeit von Pesach bis fast Atzeret. Das heißt, bis pros Atzeret. Was ist pros? Pros ist ungefähr, also ungefähr bis Shavuot. Aber pros ist auch ein Prusa, ein Brotstück, ja? Ein Stück von Brot, sagt man Prusa, Prusat Lechem. Wie? Prusa, Lifros, zu schneiden. Ja. Welches Stück ist das? Mit Prusa hat nichts zu tun. Nein, nicht Prusa, Prusa. Prusa. Wenn man schneidet Brot zum Stück, zum Stücke, sagt man Prusat Lechem. Lifros, Lifros Lechem. Prusat Lechem noch? Ja, Prusat Lechem. Wie? Die Scheiben, eine Scheibe. Prusa? Prusa, ja. Wie? Wie? Aha. Lot und Kind, wie? Eine Scheibe heißt Prusa. Prusa Lechem. Okay. Prusa Chala? Prusa Chala. Und das ist, wenn man sagt... Wie schnell passiert Prusa Chala? Okay. Aha. Wenn du willst, nur zwei, ja. Zum Beispiel. Wenn man sagt Prusa Chala, bedeutet... quasi die Hälfte von einem Monat vor Atzeret. Das heißt, so sagen es gibt so, solche Sfarim, was sagen, das heißt irgendwie eine Scheibe von Monat, das heißt, die Hälfte von Monat war nicht dabei. Das bedeutet, wenn du machst, wie viel ist Hälfte von Monat? 15. Wenn du nimmst die 49 Tage minus 15 oder 16, dann kommt es zum 39. Das ist die Quelle, warum... Das heißt, das ist so eine Tradition, dass die sind gestorben nur 33 Tage von die 49. Nur die Frage, welche? Okay? Noch etwas steht geschrieben, dass wenn du machst eine... dass die sind gestorben, es gibt so eine Meinung, was sagt, dass sie sind gestorben nur in die normale Tage, aber nicht in besondere Tage. Das heißt, wenn du nimmst die alle Shabbatot, bei Shabbat haben die nicht gestorben. Okay? Dann Rosh Chodesh, ebenso nicht. Die Tage von Feiertage ebenso nicht. Das heißt, und zusammen macht es ungefähr 16. Wieso? Weil es gibt 6 Shabbatot, inzwischen 6 oder 7 Shabbatot, je nachdem. Ja? Plus 6 Tage von Pesach. Das ist schon 13. Plus 3 Tage von Rosh Chodesh, 2 von Iyar, 1 von Sivan. Dann macht es 16. Das heißt, die Tage von den besonderen Tagen, die heiligen Tage, oder vielleicht auch Pesach Sheni, haben die nicht gestorben. Und deswegen, wir sind wieder bei 33. Aber auf jeden Fall, da kommt zwei Meinungsverschiedenheit, wann es genau war die 33 Tage. Es gibt eine Meinung, was sagt, die haben begonnen, und so hält das Faradim, die haben begonnen zu sterben. Am zweiten Tag Pesach, der erste Tag von Sfirat HaOmer, bis Lag BaOmer.
Jetzt auch die Frage bei Lag Baomer, ob Lag Baomer selbst inklusiv oder nicht inklusiv. Die Sfaradim zum Beispiel, die sagen, dass Lag Baomer ist ebenso inklusiv in die Tagen und man soll weiter die Avelut weiter nicht heiraten, auch keine Hochzeit, auch während der Lag Baomer, nur am 34. dem nächsten Tag. Aber der andere Meinung, die Schrinasim sagen, nein, Lag Baomer selbst ist kein Problem. Jetzt die Frage auch an Lag Baomer selbst, ob es ist, das heißt so, nochmal sage ich. Also wie gesagt, es gibt eine Meinung, was sagt, dass die haben begonnen zu sterben, erster Tag von Omer, bis Lag Baomer, und die Frage, inklusive Lag Baomer oder nicht, auf jeden Fall, Lag Baomer haben die gestoppt, auch die Frage, ob das war am Tag oder das war die Nacht, aber auf jeden Fall irgendwie im Lag Baomer haben die aufgehört zu sterben. Und nicht mehr. Es gibt andere Meinung, was sagt, nein. Von Rosh Chodesh Iyar, Frage auch, welche, Rosh Chodesh Iyar, 30. Nisan, 1. Nisan, 2. Nisan, auf jeden Fall von Rosh Chodesh Iyar bis Ende von Sfirat Omer. Das heißt, die Meinung sagt, dass die erste Tage es ist kein Problem, sondern es ist die zweite Tage. Die zweite Phase von Omer. Wir Ashkenazim machen wir nach beide Meinungen. Das heißt, wir sind streng. Es gibt noch einen Satz. Wir sind streng. Wir sagen, wir nehmen die beide Chumrot von beide Seiten. Das heißt, wir sagen, dass obwohl es waren nur 33 Tage, aber weil wir wissen nicht welche, die erste oder die zweite, dann machen wir von A bis Z. Das heißt, von 1. Omer bis 49. Omer machen wir und fertig. Why? Was sag ich so? Stark und fair. Quadrav, ja. Wieso gibt es bei Pesach Sheni nichts, was wir besonders sagen in der Tfila? Bei Chanukka gibt es, bei Purim gibt es, bei normalen Hagim. Pesach Sheni, no, außer Tachanun. Aber extra was wir sagen, gibt es nichts. Ha? Extra, was nur für Pesach Sheni gedacht ist, gibt es nicht, so wie zum Beispiel für Chanukka oder Purim. Nein. Für Hagin. Nein. Was so, ein Tag, was war, sagen wir ganz frei. Okay. Auf jeden Fall auch die Ashkenazim oder auch die, was sagen, dass die Zeit, die Phase von die Avelut beginnt gerade am Rosh Chodesh Iyar, inklusive Lag Baomer, aber die sind immer ebenso einverstanden, dass die sind immer einverstanden, dass am Lag Baomer irgendwie war eine Pause. Dass am Lag Baomer doch eine Pause war. Und deswegen sowieso, es ist ein Tag, es ist ein Grund für Simcha. Das heißt, egal nach den Sfaradim oder nach den Ashkenazim, dass irgendwie Lag Baomer oder die haben total aufgehört, am Lag Baomer zu sterben, oder dass am Lag Baomer war irgendwie eine Pause, dass die sind nicht gestorben. Deswegen ist ein Tag von Simcha und was steht in Shulchan Aruch? Lefichach nagin kzat la'arbot besimcha biyom zeh, zu vermehren die Simcha am diesem Tag von Lag Baomer. Ve'ein omrim bo tachanun, ebenso sagen wir kein Tachanun am Lag Baomer. Das, was steht. Lefiche bo bayom paskul amut. Weil am diesem Tag dann aufgehört zu sterben. Was interessant ist, was wir wissen doch, das was ist die ganze Sache von Lag Baomer, es ist doch Rabbi Shimon bar Yochai. Das steht überhaupt nicht in Shulchan Aruch. In Shulchan Aruch steht nur die ganze Sache von die Schulung von Rabbi Akiva. Aber die ganze Sache, was wir wissen, das hat zu tun mit Rabbi Shimon bar Yochai, dass am Lag Baomer die Jahrzeit von Rabbi Shimon bar Yochai, das steht gar nicht in Shulchan Aruch. Das wird gesagt, das steht geschrieben, wo der Arizal hat das geschrieben, ist geschrieben, auf jeden Fall gesagt, und seine Schülerin,
haben ihm gesagt, was ist die Besonderheit von Nagba Omer. Und das ist der Hauptgrund, warum gerade das ist so ein besonderer, fröhlicher Tag geworden, insbesondere bei Chassidim und bei den Kabbalisten. Nicht nur, weil die Schulen von Rabbi Akiva sind aufgehört zu sterben, sondern weil das ist auch der Tag von Rabbi Shimon bar Yochai. Aber man soll wissen, dass Rabbi Shimon bar Yochai ist nicht etwas, was ist so, hat gar nichts zu tun mit Rabbi Akiva. Doch, er war doch der Schule von Rabbi Akiva. Rabbi Shimon bar Yochai war der Schule von Rabbi Akiva und war einer von den fünf, was sind geblieben. Steht geschrieben so, in Gemara in Yivam, es steht, in Talmud, in Traktat Yevamot, also die genannte, die oben zitierte Gemara, steht dort, was steht dort? Dass die 12.000 Paare von Rabbi Akiva sind gestorben gerade in die Tage. Vehaya haolam shamem. Und die Welt war leer. Die Welt war wirklich leer. Weil es gab kein Teure in der Welt. Weil die ganze Schule von Rabbi Akiva. Ad sheba steht geschrieben, ad sheba rabbetim ishe bedarom. Bis er gekommen zu Sud Israel. Und dort hat er getroffen die fünf Talmidim. Und einer von den fünf war Rabbi Shimon bar Yochai. Das heißt, Rabbi Shimon bar Yochai war gerade einer von den fünf, was sind gebliebene, von den fünf gebliebenen Talmidim, Schulen von Rabbi Akiva. Und er ist gestorben und er einer von den fünf Säulen. Aber insbesondere Rabbi Shimon bar Yochai, wir wissen doch, was ist seine Besonderheit, weil, außerdem, dass es war viele, viele Alachot steht in Gemara, aber weil er ist doch der Verfasser von Zohar. Deine Frau später. Oder Verfasser von Zohar. Und das steht, dass an diesem Tag ist er gestorben und steht geschrieben, dass die. Die Tage, was er ist gestorben. Die Tage, was er ist gestorben, Gila, kleinen Moment, wir sind inmitten des Shiur, bald Michael ruft zurück. Okay, gut. Auf jeden Fall, der Tag, was er ist gestorben, steht geschrieben, dass die Geheimnis von der Torah, was er entdeckt, was er ist offenbart, an diesem Tag von Nagba Omer steht geschrieben, das war etwas ganz, ganz Besonderes. Und das war quasi wie Matan Torah, so steht geschrieben, das ist so wie Matan Torah von Pnimiuta Torah. Also wir wissen doch, dass wir haben doch die Torah-Übergabe, bald haben wir am Chag Shavuot, aber am Nagba Omer steht geschrieben, das ist die Matan Torah von Pnimiuta Torah, von der inneren Teil von der Torah, von der Kabbalah. Und das war ein besonderer Tag. Und die Sache ist, dass er gesagt hat, dass er, Rabbi Shimon bar Yochai, gesagt hat, dass es Yom Simchato, das ist Yom Simchato der Rashbi, das ist sein Freudetag. So hat er gesagt, das ist mein Freudetag. Und er wollte, dass alle soll wissen. Und die Lagerfeuer, woher kommt die Lagerfeuer, was sie machen am Lagerfeuer? Weil an diesem Tag steht geschrieben, wenn er ist gestorben, dann ein Feuer kam von oben und hat rumgerinkelt, das ganze Haus mit die ganze, also es nicht hat sich schon verbrannt hat, aber das war so eine Ehre, ein Symbol von Ehre, von Respekt von Kadosh Baruch Hu. Und deswegen machen wir Lagerfeuer, weil das ist um zu erinnern diese Geschichte von Rav Shimon bar Yochai, diese Ness. Und es ist so weit, das steht geschrieben, also wir wissen doch, wir kennen doch diese Geschichte, wir haben schon das viel erzählt, das steht geschrieben, dass das steht nicht in Shulchan Aruch, aber wird gebracht in das Forum, die bekannte Geschichte über Rabbi Avraham Alevi. Rabbi Avraham Alevi war der Schule von Arizal. Und einmal steht, die waren in Ron, also der Arizal, er hat der, was er findet hat. Erneuert und erfindet hat diese Minag am Nagba Omer zu gehen zu Rav Shimon bar Yochai, zu gehen zu sein Grab in Miron. Leider dieses Jahr kann man nicht gehen, wegen die Situation in Israel. Aber auf jeden Fall, er hat diese Minag erfindet. Und
steht geschrieben, dass einmal er hatte einen von seinen wichtigsten Talmidim war Rabbi Avraham Halevi. Rabbi Avraham Halevi hatte einen Minag, dass er jeden Tag bei Birkat Hamazon oder bei Mincha oder bei Mincha Gebet hat er gesagt, was wir sagen normalerweise am Tisha B'Av, am 9. Av. Am 9. Av, es gibt eine Absatz, was wir fügen zu bei Lirushalayim Micha, bevor Bonne Yerushalayim, Nachem Hashem Elokeinu et Ha'ir HaCharava. Das heißt, eine Tfila, dass wir bitten, einen Trost von der Oberster für die Zerstörung von Jerusalem und so weiter. Der Oberster soll trösten uns und Jerusalem. Und er, weil er wirklich hatte in so einem Zustand, dass er hatte eine Avelut über Jerusalem gespürt und geführt, die ganze Jahr. So wie es gibt solche, was machen Tikkun Chatzot jeden Tag, jede Nacht. Aber er war so ein Kabbalist, dass er hat bei ihm wirklich also, er hat geweint und war traurig über die Zerstörung von Beit HaMikdash jeden Tag. Und deswegen hat er gesagt, dieser Absatz, was wir sagen, bei Bonne Yerushalayim, am Tisha B'Av, bei Mincha, er hat gesagt jeden Tag. Und er hat es gesagt auch am Lag BaOmer. Und in Miron. Und da steht geschrieben, dass der Rashbi, der Arizal ist später gekommen zu Rabbi Avraham Halevi und hat gesagt, dass Rashbi ist gekommen zu mir, Rabbi Shmuel Bar Yochai ist gekommen zu mir, hat er gesagt, wieso dein Schüler sagt neben mir, in meinem Tag, in meinem Simcha, in meine Yom Simchati, in meine Freudetag, in meine Hilula, wieso sagt er sowas? Was hat zu tun mit Avilut, mit Traurigkeit? In einiges Form steht Gott bitte, dass er hat ihm auch eine Strafe gegeben. Dass er hat gesagt, Lachen Rebbe Nachama, dass deswegen sein Gott behüte, sein Sohn wird sterben dieses Jahr. So eine Strafe. Das heißt, war so schlimm. Das heißt, so weit ist die Simcha so weit ist die Simcha von die Freude von Lag BaOmer war so wichtig und so weit. Das sieht man, dass auch so ein Tzaddik hat. Es hat ihn getroffen so von Rabbi Shimon Bar Yochai. Das heißt, das ist wirklich ein Tag von großer Simcha. Wir werden noch viel, viel darüber sprechen, was ist genau alles und Besat Hashem. Wir haben noch ein paar Tage, weil heute wir sind noch nur bei Pesach Sheni, noch vier Tage bevor Lag BaOmer. Auf jeden Fall, wir sind gerade in heilige Tage und in ein großer Tag von heilige Tag von Pesach Sheni und wie gesagt, vor vier Tage bevor Lag BaOmer, die sind schon heilige Tage, wir bereiten uns vor für Lag BaOmer. Ein heiliger Tag, dieser Tag ist fähig für verschiedene Brachot und Smachot. Beim Reben hat man gesehen, so viele Mofsim, so viele Wunder, gerade an diesem Tag von Lag BaOmer und gerade bezüglich Kinder, die was hatten Probleme mit Kindern, die hatten keine Kinder, gerade haben die immer Brachot bekommen am Lag BaOmer und viele Wundern hat man davon gesehen, beim Reben und bei anderen Rebes. Das ist schon ein heiliger Tag. Auf jeden Fall, wir haben versucht, heute ein bisschen zusammenfassen, die Halachot von die Menagim von Sfirat HaOmer. Selbstverständlich, wir haben nicht alles, aber die meisten haben wir schon darüber gesprochen und auch wie es geht weiter mit Lag BaOmer. Und der Oberster soll uns schicken, nur Simche, Naches, Amen. Freude, so sein, Emesse Freude, Emesse Simche, Berochnis, Begashmis von Agboime und Pesach Sheni, Afelachen Pesach Sheni. Und Moshe, Sitchas. Aber man soll nicht vergessen, also das haben wir in Shiur Alacha, am Pesach Sheni. Am Pesach Sheni ist die Minag zu essen Matzot. Moment, ein Pesach Sheni ist da ein Minag zu essen Matzah, das nicht vergessen. Also, Matzah muss man essen. Matzah muss man essen. Entweder, es gibt solche, was heute Abend schon essen Matzah, es gibt solche, was morgen beim Mittagessen essen Matzah, es gibt solche, was morgen Abend essen Matzah, und die, was wollen, die Beste machen, die essen die alle drei Gelegenheiten essen Matzah. Auf jeden Fall, man isst Matzah mit Brot, ohne Brot. Matze und Chomitz immer dabei, ist nicht vergessen, gerade Uri, das ist bezüglich deine Frage, was macht man am Pesach Sheni? Also, bei Tfila, nur Tachanun nicht sagen, aber auf jeden Fall zu Hause oder hier wird Matzot gegessen. Dann sollt ihr alle, uns alle haben ein Freilach im Pesach Sheni. Seid alle gesund, stark und Freilach und Chag Sameach. Toda Rabba, seid gesund. Schkoyach. Schkoyach.
Ich habe so oft gesagt, Shalom Mirika Miyumala, weil diese. Jetzt bist du vor Ort. Bis ich da, ja, und denke. Sei so, Leila Top. Gute Nacht.